Hi, guten Tag, willkommen und schön, dass ihr wieder da seid bei unserer allwöchentlichen Shenmue-Recap-Show der Serie. Und es geht jetzt um Episode 2 und ja. Das sind unsere Empfinden bei der zweiten Episode. Also grundsätzlich waren wir mit der ersten grundsätzlich zufrieden, dass wir gesagt haben, es ist gut genug, dass wir es weitergucken, ne? Es ist okay. Es haben ein paar Dinge gestört und wir wollten sehen, ob die zweite Episode halt genau an diesen Bausteinen, die uns gestört haben, weiter arbeiten möchte und das verbessern möchte. Und das werden wir ja diesmal sehen, ne? Wenn wir ein quasi Live-Interview machen. mit der Serie. Ja, danke. Wir interviewen die Serie. Also ja, ich finde es leider, um gleich mal das Negative aus der Welt zu schaffen, die Folge, also die hat ein paar coole Momente, auch halt, man sieht es halt auch, wie er ein bisschen die Leute befragt und so, ne? Und schon mal ein bisschen vorwegzugreifen. Aber es gibt, finde ich, keine natürlichen Momente so richtig zwischen Charakteren. Es gibt immer nur Plot, immer nur, ja. Ja, hier sehen wir jetzt Bailu Village, ne? Wie Shenfer da durchläuft. Es ist halt, was mir da sofort aufgefallen ist, hätten wir die Serie vor 3 Jahren gesehen, hätten wir wahrscheinlich gesagt, holy fuck, die Story geht weiter, ne? Aber da wir Shenmue 3 gespielt haben und wir wissen, dass die Story da überhaupt nicht weitergeht, dass man da random irgendwie durch diese Gebiete, die zwar sehr schön sind und mit Liebe auch gestaltet worden sind, muss man sagen, dass die Story da nicht weitergeht, auch wenn neue Charakter da auftauchen. Guck mal, da sieht man auch die Frau von aus dem dritten Teil. Naja, ist halt schon echt interessant, dass die jetzt auch alle schon da sind, ne? Und generell so von der Story her eigentlich auch ganz cool, dass man das halt parallel immer mal wieder sieht, dass er dann irgendwann da auftaucht, aber jetzt sehen wir das halt immer mal wieder schon so, ne? Ja. Aber das bestätigt ja das, was wir eigentlich vermutet haben, dass die aus Shenfer so eine Parallelgeschichte machen möchten, deswegen sie auch den Plot von der ersten Episode jetzt, aber auch in der zweiten Episode jetzt relativ schnell abhaken von Shenmue. Ja. Die müssen das irgendwie so rumkriegen. Da sehen wir es halt zur selben Zeit. Aber warum müssen die das schnell rumkriegen? Ich meine zum Beispiel, ich habe ja nicht so viel Animes geguckt, aber zum Beispiel Dragon Ball. Klar, das da wird ja auch oft, das wird sich darüber lustig gemacht, wie ewig das Folgen gezogen hat, ne? Aber trotzdem hatte da alles richtig schön Zeit eigentlich so und auch die Charaktere untereinander und es gab doch auch immer mal wieder Folgen, wo die dann einfach nur so geredet haben und dann haben sie gegessen zusammen, haben irgendwelche Unterhaltungen geführt und so eine normalen Sachen, finde ich, fehlen mir hier komplett. Es ist nur bam, 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 bam. Das stimmt. Das ist wahr, aber das ist ja aber auch nicht nur in Shenmue so. In Shenmue der Animation, das hat ja viele, viele Medien haben ja jetzt dieses Prinzip, dass sie einfach nur so schnell wie möglich ein Beat nach dem anderen setzen möchten. Aber gerade bei Shenmue, finde ich, hätte das voll gut gepasst, ein paar ruhigere Momente reinzubringen. Weil es ist einfach, passt perfekt dann zum Spiel. Oder zu der Welt. Ja, eben vor allem auch, das hätte man ja auch meinetwegen auch so ein bisschen anziehen können, nach und nach. Aber so gerade am Anfang, was ja auch dann das Spiel widerspiegeln würde, diese erste Stadt, die Dubuita und so, hätte man richtig schön zeigen können, richtig so sich Zeit lassen können. Und dann, je schneller, je weiter er vorankommt, desto schneller hätte es ja dann auch laufen können. So. Und dann das hektische Hongkong hätte ja auch dann da alles ein bisschen schneller, weißt du so. Ja. Den Kontrast nochmal so. Nein, egal. Aber ich muss hier auch sagen, in der zweiten Episode habe ich mehr das Gefühl gehabt, dass ich die Stadt besser kennengelernt habe. Dass sie sich mehr Mühe gegeben haben. Ja, in der zweiten war es auf jeden Fall besser als in der ersten schon. Ja, ja, stimmt, ja. Ihr sucht Ryu nach Zhuyanda. Ich habe es beim ersten Mal falsch gesagt. Folge 1. Auf jeden Fall. Versuch das gar nicht. Sucht der Chinesen, die Chinesisch lesen können. Unmöglich. Gibt's nicht. Nicht in Japan. Ich suche nach jemandem, der Chinesisch lesen kann. Vorzugsweise Chinesen, die Chinesisch lesen können. Das sehen wir ja Chai, ne? Ja, er ist eigentlich so der zweite Hauptcharakter, ne? Ja, tatsächlich. Er hat genauso viel Screentime wie Ryu, weil er ist irgendwie immer im Schatten zu sehen, ja, der mitläuft. Das ist ja das Witzige daran. Eigentlich, Ryu hat ihn ja schon fertig gemacht in der ersten Episode. Also er hat ihm gezeigt, dass er gut ist. Und das, jetzt ist er für mich keine Bedrohung mehr als Charakter. Ich weiß nicht, warum ist er überhaupt noch zu sehen? Das ist ein ganz großer Fehler irgendwie gewesen, ne? In der ersten Folge hat er ihn schon besiegt. Jetzt sehen wir ihn und ich denke so, ja, wie halt bei Gollum. So, ist halt so ein kleiner Wicht, der da jetzt hinterherläuft. Ja. Das ist ja auch der Park im Spiel, ne? Mhm. Ja, ist ja echt ganz cool gemacht, ne, mit den Locations und so. Ich finde sie teilweise sehr, sehr schön. Also wirklich. Übrigens, sehr, sehr schön. Haben die Story eigentlich geändert? Ja. Im Spiel geht es darum, dass er Rache will. Ja. In der Serie geht es darum, dass er die Vergangenheit von seinem Vater kennenlernen will. Das Gefühl habe ich auch. Es geht ja wirklich, das Vergangenheit seines Vaters war ja eher so im Hintergrund, weil Ryo wollte erstmal seinen Vater rächen.
Ja, hundertprozentig. Nebenbei wollte er herausfinden, stimmt das eigentlich, was da gesagt wurde? Hat er einen Menschen getötet? Ich habe das Gefühl, das wollte er nicht mal nebenbei herausfinden. Das kam halt dann automatisch mit. Aber ich glaube, ich habe im Spiel nie das Gefühl gehabt, dass es ihm darum ging. Das sind die Augen. Oh, eines Killers. Da haben wir die wunderschöne Bar, wo ich gerne mal ab und zu reingelaufen bin. Was mir hier aber fehlt ist, das weißt du bestimmt, oder? Du sagst mir. Die billardspielenden Typen? Das ist die andere Bar. Hier die sitzt. Die Frau, die da sitzt? Genau, und zwar am grünen. Ist das wirklich die andere Bar? Das ist die Bar, wo die Frau sitzt, ja. Das ist nicht die Billardbar. Und daneben sitzt immer die Schnapsdrossel, die sagt, ah, wie, ich habe immer gedacht, ja, zwischen denen wird irgendwann wird es zwischen denen Liebe geben, also so richtig Liebe halt, ne? Schon gewundert, warum er so nett ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist die Billardbar. Das Zauberwort fällt hier zum ersten Mal. Sailors. Ja, aber hier haben wir auch schon mal diesen Aspekt mit ein bisschen so Detective-mäßig, was in der ersten Folge halt nicht da war, ne? Der findet jetzt einzelne Informationen raus, wie hier, geh mal zur Heartbeats Bar. Das ist schon so Spiel-related. Das ist auf jeden Fall schon gut. So finde ich das schon gut, dass er halt wirklich was macht auch. Da kommen sogar die gleichen Dudes wie im Spiel, ne? Ja. Das sind sie, die Navy Seals. Die keine Chance haben gegen unseren Hanzuka Boy. Mir hätte, also wie ich das gespielt habe, ich habe oft auf die Fresse bekommen, weil ich nicht jeden Quicktime-Event getroffen habe. Und das ist da, wo ich auch Kritik übe. Ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, Ryo zu mächtig? Fragezeichen. Weil der rennt hier einfach durch alle Gegner wie so ein fucking Mobbing-Wichser. Der mobbt einfach die ganzen Leute hier. Die wissen ja nicht, wie der Typ drauf ist. Der kommt einfach und sagt, ich will da durch. Und ich sage, nein, du darfst hier nicht durch. Und, der so, und dann schlägt er die einfach zu Boden. Vor allem das Lustige ist, sie haben ja sogar recht, er ist minderjährig, er darf da gar nicht rein. Absolut. Ich finde, Ryo ist hier ein fucking Psychopath, Alter, und viel zu stark. Der macht auch keine Fehler. Also es kommt halt darauf an, wie man spielt, ne? Aber ich meine eigentlich auch storytechnisch, er wurde von Landi fertig gemacht. Klar, aber gegen so einen Typen hat er eigentlich immer geschafft, ne? Also je nachdem, vielleicht du, ich nicht. Aber storytechnisch gebe ich dir recht, ja. So, die Heartbeats Bar. Eigentlich ziemlich geil, das mal so zu sehen. Ich meine, ich finde das schon geil, das mal mit diesem Comic-Look zu sehen. Die ganzen Locations finde ich faszinierend hier. Und ja, ist wirklich gut gemacht. Es kommt einem halt alles so komisch vor, wenn man das Spiel gewohnt ist. Aber weißt du, du hast diesen Brief und eigentlich geht es jetzt erstmal darum, diesen Brief zu übersetzen. Aber nein, der ist jetzt erstmal weg wieder, der Brief. Und jetzt redet er schon von irgendeiner chinesischen Organisation und muss jetzt gleich schon den Charlie finden. Es ist so... Da überschlagen sich die Ereignisse einfach. Ja, das überschlägt sich alles so ganz komisch. Da sind wir schon im Tattoo-Parler, ne? Also, ja. Was gleich passiert, hat mich so ein bisschen angekotzt, ehrlich gesagt, in dieser zweiten Episode, aber lassen wir es mal laufen, seht selbst. Er kriegt jetzt nämlich ein Tattoo. Ich weiß nicht, eigentlich geil, storytechnisch, dass er sagt, dass die das mit Jump Cuts gemacht haben, um halt Zeit zu sparen, weil sie noch mehr Story reinkriegen wollten in eine Folge. Ja, ist unglaublich, wie die das rushen, ne? Ist wirklich so. Wie schnell die diese Serie, ich weiß gar nicht, warum. Ja, er kann doch Chinesisch, ne? Weil, wenn dann später im Spiel, glaube ich, kriegt man auch von ihm die Info, wo man da das übersetzen kann. Mhm. Und wenn er Tschüss sagt, sagt er irgendwie Xixi oder irgendwas auf Chinesisch, ne? Genau, sagt Shei Shei. Das habe ich tatsächlich in Ranma 1,5 gelernt, nicht in Shenmue, weil Ranma kam vor Shenmue. Man glaubt es nicht, aber ja. Charlie. Aber was ist überhaupt für ein Plan? Die schicken das Kind los, hol Ryo. Du weißt doch gar nicht, wo Ryo ist. Der läuft da sonst wo lang. Die nehmen dem Kind den Ball weg, Alter. Wer macht sowas? Ja, die nehmen dem Kind den Ball weg und sagen, hier, hol Ryo, sonst kriegst du den Ball nicht wieder. What the fuck? Und das Kind, vielleicht kennt das den gar nicht.
Vielleicht ist es gar nicht der Ball vom Kind. Vielleicht hat das irgendwie ihm ausgeliehen. Denkst du, das ist mir scheißegal, Alter. Also ja, das ist ein ganz komischer Plan, ey. Wenn das der Masterplan war, dann haben sie richtig viel Glück gehabt, dass Ryu erstens gefunden wurde und auch noch dahin gekommen ist. Ja. Aber Zeichnung, ich finde zum Beispiel die Gebäude und so alles sieht gerade richtig geil aus. Mega. Ich mag den Stil eigentlich echt. Mega. Es sieht auch sehr realistisch aus. Es ist mehr so ein realistischer Anime-Stil. Jetzt abgesehen von Charlie, der sieht aus wie ich mit 13. Also diesen Kampf finde ich jetzt gut, ehrlich gesagt. Der ist richtig gut animiert und die Bewegung und so weiter. Und den Ball fängt er gut. Ja, fängt er super. Er war kurz davor, einfach mal hinterher zu werfen oder hinterher zu rennen, aber hat dann noch ans Kind gedacht. Genau, hier, da kommt dieses berühmte Shay Shay Ryo. Ich weiß gar nicht mehr, wie Ryo drauf gekommen ist, dass der Junge Chinesisch spricht. Aber ich glaube, der erinnert sich dann daran, dass er sagt Shay Shay im Spiel. War das nicht so? Ich glaube, du kannst ja mit ihm reden. Auch einfach, ja, oder irgendwie, ich weiß nicht genau. Ich glaube, du musst auch nicht mit dem Kind reden. Ich glaube, wenn du mit ihm redest, dann kommt das. Ich glaube, das war so, du redest mit ihm, also der sagt hier einmal Shay Shay und dann rennt er weg und verprügelt die. Und dann, wenn du nochmal mit ihm redest, sagt er nochmal Shay Shay und der so, warte mal, hast du Shay Shay gesagt? Das ist doch Chinesisch. Ja, du bist ganz so Chinesisch. Wo kann man Chinesisch lernen? Chinesisch! Hier habe ich nämlich auch echt gedacht, dass Ryo gleich nochmal zurückgeht und das Kind fragt. Das ist doch wichtiger, als diesen anderen Typen zu verfolgen, weil im Endeffekt können wir jetzt den Brief, aber... Aber die chinesische Organisation ist jetzt viel wichtiger als dieser Brief. Der Brief ist doch schon wieder voll aus dem Sinn. Und da ist er schon wieder. Da haben wir den Typen im Schatten. Chai Chai. Ein Lappen. Filmisch gesehen ist er keine Bedrohung mehr. Nee. Diese Arcade, das ist nicht die Induita im Spiel, oder? Die sieht viel zu groß aus, sieht ganz anders aus. Die sieht anders aus auf jeden Fall. Auch die Umgebung sieht anders aus. Ja. Ich meine, die Cola-Automaten standen nicht dort. Ich weiß es ganz genau. Er sieht aber auf jeden Fall viel größer aus. Das sieht aus wie bei Yakuza hier, diese eine Arcade. Aber nicht wie bei Induita, bei Shenmue. Da ist er. Den müssen wir unbedingt erwähnen. Das ist nämlich der fucking Schnorrer. Und der bekommt hier sogar 2 Sekunden Screentime, was ich sehr super finde. Das ist der mit dem Fahrrad dann immer fährt. Das ist, glaube ich, der mit dem Fahrrad fährt. Und der arbeitet doch da bei diesen Chinesen, wo sie da am Anfang in der ersten Folge gesessen haben. Genau. Und der steht immer da am Automaten und sagt, oh, ich bin so traurig. Und da kommt Ryu und sagt, warum bist du traurig? Und der so, I'm so thirsty. I want a drink. But I don't have any change. Und du bekommst dein Geld nie wieder. Aber er ist glücklich dann. Er ist glücklich. Und ich finde es toll, dass er hier im Anime vorkommt. Ja, und nicht gefunden. Du bist nutzlos. Obwohl diese Gespräche über die Uni ist ja jetzt schon so ein Gespräch, was eigentlich ein normales Gespräch ist, ne? Ja, das stimmt. Da musst du dich selbst revidieren anscheinend. Ja, jetzt ist die ganze Serie voll gut, plötzlich. Tut mir leid, habe ich vorher nicht gemerkt. Ist okay. Demo, Hazuki-kun wa suisen kimottan dakke. Yokohama no daigaku da yo ne? Wow. Ich auch an der Yokohama-Universität studieren möchte, also Hazuki-kun geht es, probieren wir es mal. Hier muss ich kurz einhaken, da habe ich auch eine Notiz dazu geschrieben. Die Szene finde ich mega gut übrigens, nicht nur, weil es um die Uni geht, das ist ja schon irgendwie ein normales Gespräch und so, was normale Menschen auch führen würden. Auch Ryo ist imstande dazu, wie ein normaler Mensch zu reden manchmal, vor allem im Anime. Hier sieht man, dass sie ihn so ein bisschen anmachen möchte, ne? Sie sagt so, ey Ryo, wie wär's, wenn ich sie für dich mitschreibe? Und Folgendes passiert gleich darauf. Ich fand's super witzig. Ich meinte, der versteht nicht mal, dass sie ihm gerade sagt, Ryo, ich mag dich eigentlich sehr, Alter. Lass doch mal ein bisschen mehr intimer werden, ne? So, die Universität. Ja. Das ist komplett an die vorbeigeflogen. Ja, aber woran hat er jetzt gedacht? Ich weiß es nicht mal. Dass da jemand Chinesisch. Das ist auch eine nette Szene, die sie dazu gemacht haben. Gab es natürlich nicht, aber verändert auch mal so ein bisschen den Charakter von Ryo. Ja, und vor allem den Vater, den kannte man ja auch gar nicht so, ne, eigentlich.
Ja, man hat so einige Ausschnitte gesehen, wo er sagt, hey Rio, weißt du was, das sind Karotten, Alter. Du willst sie nicht essen, ja, aber... isst die jetzt oder stirb. Ja, weißt du, wie viel Menschen dafür machen müssen, um diese Karotten auf deinen Teller zu machen, Alter? Die müssen um 4:30 aufstehen. Hier sieht man übrigens diese Wirtschaftsfighter-Figuren rechts. Ach du Scheiße. Guck mal, das war ein glücklicher Still, den ich da getroffen habe. Dass man auch mal ihr Zimmer sieht. Ja, das finde ich schön. Und die Freunde hier, die sie gemeinsam haben. Die noch gar nicht vorgekommen sind. Ja, leider. Hier sitzen die, glaube ich, in der Billardbar. Hm. Ich weiß es nicht. Ich habe mir Notizen gemacht und da geschrieben, recherchieren, ob die in der Billardbar sitzen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich dachte mir... Scheiß drauf, warum Arbeit hier reinschicken, ne? YouTube ist ja nur unser Job. Wenn es mal so wäre. Hier hacken die halt einen Plan aus, um Rio quasi gemeinsam zu ficken. Ja. Dann sag das jetzt bitte nochmal, damit du es auch bei YouTube oben lassen kannst. Ich mach da ein Beep drauf. Ein Beat? Beep. Zu ficken. Ja, Entschuldigung, mir ist kein besseres Wort eingefallen. Aber wir wissen alle, das schaffen sie halt nicht, ne? Ihn zu ficken? Ryu ist halt asexuell. Er wird es nicht mal verstehen, wenn du ihn Doggy nimmst. Er wird sagen, was macht er da hinter mir? Was ist das für eine Kampftechnik, die du da benutzt? Das ist aber nicht der Hazuki-Style. Die musst du dann lernen, da musst du dann diese Tastenkombination drücken. Ja geil, ich find's auch cool, dass man hier diese Szene mit Yamagishi-san sieht, wie er seinen alten toten Freund besucht, ihm seine letzte Ehre, seine letzte... Diese Augen eines Killers. Ich habe Menschen gesehen, die haben getötet. Die gucken genauso wie er. Und ich habe auch Menschen gesehen, die haben getötet. Und die haben noch nicht ganz so schlimm geguckt. Also der Blick ist schon verdammt schlimm. Da, das ist auch geil. Das ist halt echt wie im Spiel, ne? Die Arcade. Super. Sogar Excite QTE 2, das verbuggt wurde im Remaster. Also da haben wir schon mal einen Fun Fact. Virtua Fighter gab es nicht von 1993 und das Spiel, die Story von Shenmue fängt 86 an. Ja, ich meine, das Ding ist halt, wie akkurat willst du sein, der hat auch die Figur gehabt, als Kind schon, das heißt noch, wann war er Kind? Anfang 80er. Nee, oder 70er sogar noch. 70er würde ich sogar sagen, ja, 75. Aber er hat ja auch 86 schon in Saturn bei sich stehen, das von daher. Ja, finde ich auch cool, dass man diese beiden Charakter da sieht. Ich meine, die haben nichts im Spiel zu bedeuten, ne? Die sind nichts, aber die sind immer in der Arcade. Die sind quasi wie cute girl next door, you want the fuck. Ich hab oft mit denen geredet. Ich habe gedacht, irgendwann vielleicht wissen die mal was, aber... Geht mir genauso. Ich habe ständig mit denen geredet, weil ich dachte, für irgendwas müssen die ja nützlich sein. Die wurden so schick designt. Also die haben so ein ganz bestimmtes Design. Die wissen, ja, die sehen dann halt so badass aus. Ich glaube, das sind irgendwelche... Ne? Ich dachte sogar, das ist der Typ da links im gelben Hemd, Shirt. Ne? Das ist vielleicht Charlie. Ich dachte, das ist fucking Charlie. Ja. Du willst aber nicht sagen. Das ist mein Mann namens Charlie. Ja, da locken sie ihn jetzt in diese... Ja, Rio geht da so rein. Was? Moment. Ist er wirklich hier? Vertraut dem Blind und ne, ist auch im Rücken zu denen. Die Szene ist so gut. Ist Charlie wirklich hier? Na klar. Warte einfach hier. Seid ihr sicher, dass hier ein Starbucks ist? Sieht gar nicht so aus. Was ich so geil fände, wenn die einfach sagen würden, ja, warte einfach hier, da kommt gleich. Dann gehen sie einfach weg. Und Rio macht das einfach. Der wartet Tag warten. Und Nacht. Niemand kommt. Okay, Boss, wir haben ihn ausgeschaltet. Er wartet immer noch. Irgendwann sitzt er dann da im Schneidersitz mit langem weißem Bart und ist ein alter Mann. Und wenn dann irgendwelche Kinder da reinkommen und dann sagen, was ist das für ein alter Mann, der ist gruselig, doch, geh da mal hin. Dann kommen sie hin und dann redet er so, er wird kommen, Charlie wird kommen. Oder er packt so ein Kind und sagt, bist du Charlie? Charlie, du bist es. Ich hab dich lang gesucht. Ja, ich finde, man kann so viel über Rio, so viele lustige Sachen sagen. Der Mann ist legendär. Also erstmal eine Tonne auf den Kopf gekriegt. Also so gedemütigt wurde er im Spiel noch nie. Oh nein, der Brief! Das
Super Saiyajin. Das habe ich mir auch gedacht, Alter. Als ich das gesehen habe, ich dachte mir so, fucking shit, mal, das ist Dragon Ball Shit. Das ist halt der, das ist definitiv nicht Shenmue, aber das ist cool, aber es ist nicht Shenmue. Das ist halt seine Wut jetzt. Das ist seine Wut, aber guck mal, wie ein kleiner Japaner gerade 4 fucking Navy Seals einfach durch die Luft schmeißt, indem er einfach schreit. Entschuldigung, das muss Ryo sein. Oh nein, er ist wieder am Töten. Aber diesen Move finde ich jetzt ziemlich geil. Diesen Roundhouse-Kick, den er gleich macht, der ist richtig geil animiert. Also auch technisch. Ja, das stimmt. Die Moves sind echt teilweise echt gut animiert. So richtig, wie aus dem Spiel halt, die Moves so, ne? Ja. Oh. Wo kommt der her? Der flog die ganze Zeit da oben rum. Das hat ihn so selbst überrascht irgendwie gerade. Ja. Oh, da ist ja noch ein Brief. Was? Jetzt guckt er sich den an. Was ist das für ein Brief? Chinesisch, ich kann kein Chinesisch. Ich muss jemanden finden, der Chinesisch kann. Das ist halt so das Ding, ne? Das ist die Motivation von wovon du gesprochen hast. Das ist wirklich seine primäre Motivation hier in der Story. Quasi die Unschuld von seinem Vater zu beweisen. Ja, und nicht die Rache, was eigentlich im Spiel. Ist Rache jetzt uncool geworden mittlerweile oder darf man das nicht mehr zeigen oder so? Ist nicht mehr so cool wie früher, nee. Ja, schön, dass die das Main-Theme hier zwischenzeitlich mal immer wieder bringen, weil das ist ja auch so irgendwie voll Shenmue, einfach die Musik genießen. Es gibt ja tausende Musikstücke. Ja, aber das ist die einzige, die sie benutzen, ne? Mhm. Oder? Wobei ich glaube, das ist sogar eine Variation des Themes von der ersten Folge. Aber so trotzdem, aber zum Beispiel allein, wenn da irgendwie man unterwegs ist, dann dieses din 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 dum 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 dum. Weißt du, so diese Musik, die hätte man alles benutzen können, aber es ist nur das, was man kennt. Schade, weil es gibt auch sehr geile Abendmusik, wo die Atmosphäre sich ändert und so weiter. Ja. Entweder ist es normal oder ist es bedrohlich oder ist es düster, was auch immer. Es gibt tolle Musikstücke bei Shenmue, von denen keins davon benutzt wurde für diese Serie. Ich finde nämlich jetzt zum Beispiel auch leider wieder, dass das war halt das Kind mit der Mutter lang ist und mit dem Motorrad und so, ne? Ja. Eigentlich eine coole Szene, aber die Musik hetzt einen schon wieder. Die Musik ist schon wieder voll so im Modus, so weißt du? Findest du nicht? Ja, die Musik ist schon, ey, let's pack our shit and go to Hong Kong Modus auf jeden Fall. Ja, die Musik ist schon wieder voll in Aufbruchstimmung. Und da sieht man schon Ken und seinen Sohn. Das heißt, wir wissen jetzt definitiv, dass in der dritten Folge Ryo schon am Hafen sein wird, weil ganz ehrlich, er kann nur zum Porzellanladen gehen oder zum Hafen. Ich glaube, er geht erstmal zum Porzellanladen und sieht dann irgendwann diese beiden, die da im Schatten stehen und warten, bis Ryo irgendwann endlich kommt. Aber ich würde mal sagen, das ist ja auch schon das Ende hier. Für mich ist die Serie immer noch sehr guckenswert, weil man bekommt hier diesen Fanservice. Erstens, ich bin kein Fan von Sam Fanservice, aber in Bezug zu Shenmue, wo man 17 Jahre leiden musste und nicht wissen konnte, ob Teil 3 jemals rauskommt, bin ich zu einem großen Fan von Shenmue geworden. Habe mich über jedes Schnipselchen gefreut an Informationen und Interpretationen auch. Also ich finde, Fanservice ist voll in Ordnung, wenn man das gut und richtig anwendet. Darf halt nicht nur existieren, damit es da ist. Es muss halt auch dann schon irgendwie einen Sinn machen, aber ansonsten finde ich das wohl okay. Man muss auch differenzieren. In der Anime-Community wird Fanservice auch als einfach fucking Titten- und Unterwäschebilder auch gesagt. Also Fanservice bedeutet dort, dass man einfach fucking Nacktheit zeigt. Nee, das meine ich nicht. Gut. Aber ich meine, wenn man das richtig anwendet. Also auf jeden Fall ist es eine andere Art von Fanservice. Oder wenn du zum Beispiel im Sommer dein Ventilator geht kaputt und dann musst du halt da irgendwo anrufen, dass die reparieren. Wo? Beim Fanservice musst du anrufen, Mann. Ja, gut, ich glaube, damit kommen wir auch schon zum Ende dieser zweiten Episode. Also ich habe Bock, das noch weiterzuführen. Ich gucke die Serie sowieso zu Ende und ich dachte, jeden Tag, jede Woche können wir uns eine Stunde Zeit nehmen, mal dieses Review zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch Bock, dir das zu machen. Cool. Was sehr wichtig ist, abonniert den Kanal, liked ihn auch, verbreitet die Nachrichten, dass die zwei, also wirklich überaus kompetenten Shenmue-Profis hier am Werk sitzen und jede Folge für euch eigentlich auseinandernehmen und sie wieder neu zusammensetzen, damit ihr es nicht machen und dann nochmal auseinandernehmen und was ganz anderes drauf machen und dann plötzlich reden wir über Hamburger oder so. Und Dead Donkeys, da war schon wieder ein verloren.
falls ihr, wir haben wieder einen Abonnenten verloren, wir brauchen dafür zwei Abonnenten, damit unser Herz nicht mehr so blutet. Also abonniert die Dead Donkeys, falls ihr nicht nur Shenmue Let's Plays und Livestreams sehen wollt, sondern auch im Grunde alle anderen Sorten von Spielen. Ne? Eigentlich alles, ne? Eigentlich alles. Hauptsache, es ist gut und story-related und wir können darüber ein bisschen Spaß haben. Sowohl nachts als auch tags. Mit dazwischen. Mit viel Fanservice im Sommer. Also ich finde es gut, dass wir in dieser Review keine perversen Witze gebracht haben, wie in der ersten. Nee. Viel besser so. Keine Schimpfwörter und nix.